Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village. Wir müssen... Wieso ist plötzlich der Wasserfall weg? Gerade eben hat es noch in meinen Ohren gerauscht. Wie nochmal was? So, wir müssen hier noch schauen, wie es hier rausgeht. Idee habe ich noch nicht. Also irgendwas natürlich mit der Tür hier hinten. Das habe ich ja schon gesagt. Stimmt, wir haben alles verloren. Ich glaube, es hat mit der Leiche zu tun. Irgendwas werde ich übersehen haben. Die Frage ist nur, was? Schere finde ich nach wie vor nicht. Bleistift, alles hätten wir da. Kein Messer. Was ist das? Noch ein Bleistift. Ja. Hier geht es nur wieder raus. Da glaube ich nicht, dass es weitergeht. Wir bräuchten auf jeden Fall irgendeine 246-stellige Nummer. Mir wäre bisher auch nichts aufgefallen. Wüsste aber auch nicht, warum wir wieder zurückgehen sollten. Von dem her, wir hatten das letzte Mal ein paar Sachen gefunden. Vielleicht sollten wir die mal anschauen. Wo war's? Wo war's? Hier, so. Ein silberner Schlüssel. Ich sehe nichts. Nee. Ein Ehering. Ja. 5.29.11. Hochzeitsdatum. In welchem Jahr spielen wir? 5.29. Moment. 5.29.11. 5.29.11. Nee. Glaube ich zwar jetzt nicht, dass das irgendwas bringt hier, was ich gerade mache, aber warum nicht testen? 5.29.11. Ah! Okay, wir kommen wieder zurück. Okay. Aber was mache ich jetzt hier wieder? Hier war ja nichts. Den Aufziehschlüssel wollte ich mir noch anschauen. Haben wir hier irgendwas übersehen? Die Tür war doch vorher... Jetzt hat sich doch gerade eben erst geöffnet jetzt hier. War das ein Zeichen? Ein Erinnerungsstück an meine Zeit mit Ethan. Leider spielt sie nicht mehr. Leider spielt sie nicht mehr. Hier ist was. Okay, hier haben wir lauter Türen. Na gut, was ist das? Was ist das? Also die Figur oben schaut ein bisschen aus wie so eine Spieluhr. Tatsächlich. Ach du Scheiße. Zylinder auswählen, Zylinder tauschen. Ah! Guckt mal. Da unten ist ein Strich, der zieht sich hier so durch. Kann man das drehen auch? Nein. Nein. Das passt nicht ganz. Abspielen. Ich glaube, das passt nicht. Macht ein bisschen... Hört sich doch gar nicht so schlecht an. Eine Pinzette. Oh Gott, was war mit der Pinzette? Ah, der Mund von der Leiche. Okay, Moment. Noch irgendwas? Also man merkt, ich habe jetzt wieder nur einen Tag nicht gespielt.
Jetzt, wir gehen jetzt erst nochmal runter. Wir gehen jetzt direkt zu dem Mund von der Leiche. Da habe ich nämlich tatsächlich schon einen Verdacht, was passiert. Ich habe jetzt gerade mal einen Kopfhörer lauter gedreht. Und dann fällt das Bild darum. Da habe ich jetzt einen Schreck bekommen, einen richtigen. Oh Gott. So. Und zwar Pinzette. Mund öffnen. Ja, damit. Was ist das? Ja, ich dachte es mir ein bisschen. Ich habe mir von Anfang an gedacht, es schaut ein bisschen aus wie so ein Filmstreifen. Wer darf was nicht erfahren? Wer darf was nicht? Okay, Gänsehaut. Jumpscares wirken. Die Musik wird auch schon komisch. Hier ist rot plötzlich. Wir hatten irgendwo... Da, das meinte ich. Unsere glückliche Familie, Rose, bester Freund auf der ganzen Welt. Sie, die Geschichte liebt sie, das Wichtigste... Okay. Ach, jetzt muss ich es auch noch... Oh mein Gott, jetzt muss ich das auch noch in die richtige Reihenfolge bringen. Rose, bester Freund auf der ganzen Welt, diese Geschichte liebt sie. Das wird der beste Freund sein. Diese Geschichte liebt sie. Das Wichtigste in unserem Leben. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma Ethans Beweis für seine ewige Liebe und Treue. Das Letzte wird der Ring sein. Das Wichtigste in unserem Leben ist Baby. Hochzeitsgeschenk von Oma Ethans Beweis für... Okay... Es ist nichts passiert. Rose, bester Freund, diese Geschichte liebt sie. Ah, Moment. Film abspielen. Irgendwie dachte ich mir, jetzt kommt irgendwas mit Baby. Kein Brunnen. Kein Brunnen. Oh nee, das erinnert mich an The Ring. Lass nicht aus dem Brunnen steigen. Oh nee. Ich überlege gerade, ob ich genau an der Stelle das Spiel beende. Oh, The Ring. Der Horrorfilm, den ich einerseits am meisten liebe und gleichzeitig am meisten hasse. Für mich gehört ein richtiger Horrorfilm, da gehört kein Blut oder so dazu, der muss einfach nur auf die Psyche gehen. Gerne. Boah. Nehmen? Jumpscare. Jumpscare? Ein Jumpscare. Wovon redest du? Ich liebe euch beide über alles. Ich musste es tun. Ich mal glaube nicht, dass damit einfach nur Fremdgehen oder sowas gemeint ist.
Moment, wo bin ich denn jetzt? Hat Medizinzimmer. Na, ich will ja wieder in den Keller runter. Da fehlt irgendein Baby. Bin ich plötzlich hier oben? Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Da lief Mia. Was war das? Oh Gott, ich krieg Gänsehaut. Was ist jetzt wieder irgendwo runtergefallen? Keine Ahnung. So, jetzt kommen wir bestimmt durch die Tür hinten durch. Ah. Messingscheibe. Hat LOL gesagt? Ein bisschen. Jetzt wird es langsam wirklich gruselig für mich. Bis auf. Nein, erst gehen wir speichern. Erst gehen wir speichern, Leute. Wir spurten in die Dunkelheit, so wie es sich gehört. Voll Karacho. Oh nein. Ernsthaft, ich soll da jetzt runterklettern. Ich kletter zu der Huse aus der Ring runter. Schlüssel zum Sicherungskasten. Wer wurde hier versenkt? Welche Puppe? Ich bleibe unten. Was ist jetzt kaputt? Baby liegt hier aber nicht. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Reitende Baby-Born-Puppe oder sowas. Hier vorne. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde gleich laufen müssen und mich in Schränke verstecken müssen. Sage ich es nicht, was auch immer das genau ist. Oh, hier liegt eine Nabelschnur am Boden.
Mach die Tür zu. Nein, das findet mich ja. Geh weg. Oh, bist du eklig. Das ist ja wohl creepy. Gott sagt bloß, ich hätte mich eben nicht im Schrank verstecken müssen. Was soll? Geh einfach weg. Ist jetzt verendet? Ich doch einfach ganz weglaufen können. Jetzt hatte ich mich gut. Jetzt habe ich mich verlaufen. Boah, ist das eklig, ja. Boah. Und eine Sicherung. Na gut, wir wissen jetzt zumindest, welche Tür wir haben. Jetzt hier links rum. Die lag doch vorher noch nicht da, oder? Oh, Licht. Oh, mich gruselt es gerade richtig. Könnt ihr euch gerade gar nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, wir sind im Fritzelkeller gelandet. Nicht? Okay. Es gibt auf jeden Fall zwei Versteckmöglichkeiten. Schrank oder unter das Bett. Wir alle wissen, unter das Bett sollte man nicht laufen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt das Teil hier nehme, passiert irgendwas. Mich nicht umdrehen.
Kommt jetzt jemand oder nicht? Doch gerade eben so angehört, als wenn da jemand angelaufen gekommen wäre. War klar. War klar. Geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Schrank oder Bett, Schrank oder Bett, Schrank oder Bett. Immer wieder ein Schrank, der gerade eben besser funktioniert. Boah. Ja. Wir wissen alle, jetzt kommt gleich wieder dieses hässliche Gesicht. Da ist es. Mich diesmal aus dem Schrank raus. Was denn? Hey, jetzt. Was bist du bloß? Hey, du bist so hässlich. Jetzt aber bitte nicht Rose. Also die echte Rose. Okay, er verschwindet wohl wieder. Kann ich raus? Spur. Ich hoffe mal nicht, dass ich irgendwie wegen dem Bett irgendwie unter ihm vorbeikriechen muss. Moment, ich muss mich kurz orientieren. Falsche Seite eigentlich. Mich bitte nicht wieder laufen. Na klasse. Also die Lautstärke passt auf jeden Fall zu einem echten Baby. Oh Gott. Oh. Echt eklig. Boah. Oh, wieder ich mich gerade selber an irgendwie so ein bisschen. Nein, wie stimmt jetzt so? Oh, ist so widerlich gerade. Geh nicht. Ich lass dich nicht. Ah, ja. Sag bloß, du lebst noch. Hm? Du findest mich bevor meine Freunde dich kriegen. Oh. Tick-tack.
um dein Leben. Warte! Na los, such mich! Ich dachte, die wollte meine Tochter sein. Ich soll sie suchen. Okay, hier oben wahrscheinlich nicht. Boah, das klappert hier ja alles. Hey, mir stellt's alles auf. Das ist so. Boah, es ist so eklig. Ja, hier waren wir doch gerade schon. Einmal im Kreis gelaufen, okay. Da ist hier nichts, die ist ja hier raus. Ganz raus komme ich nicht. Nein. Da bist du. Okay, ich muss sie auf jeden Fall finden. Sonst bin ich gleich tot. Ah, hier geht's noch rein. Da ist sie. Au! Hat sie den Finger abgebissen? Ich muss jetzt wahrscheinlich schon wieder suchen, oder? Hört sich gerade so ein bisschen, als wenn sie von hier kommen würde. So groß ist ja das Haus nicht. Eigentlich verstehe ich mich doch super mit dir. Ich meine, Fangen spielen. Okay, man hört schon, sie kommen gleich wieder. Eklig. Ja, wo ist sie? Nach unten kann ich ja schätzungsweise nicht, nein. Gerade eben lag sie doch auch ziemlich auffällig sogar rum. Hier ist niedrig. Ah, hier. Das ist eine Puppe, wie will ich die erstechen? Mit wem? Ich habe aber Glück gehabt. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Entschuldigen Puppen so etwas an! Ich. Oh, es ist eklig, ja. Boah. So, jetzt sind sie beide da. Was ist das?
mir. Ich bieg das wieder hin. Was? Okay, gut. Teil 2. Jetzt wir nichts haben, wie raus hier. Wir haben wohl... Okay. Wir haben wohl die zweite Bossin getötet. Muss ja sagen, gegenüber des ersten Bosses, der Villa mit diesen drei Schwestern und der Madame, war das jetzt ein bisschen sehr kurz. Aber gegruselt habe ich mich 10-mal so viel. Wir haben unser Zeug wieder. Gegruselt habe ich mich 10-mal so viel, muss ich echt sagen. Na komm. Boah, Wahnsinn. Also gegruselt habe ich mich halt so sehr. Boah. Der Brunnen hat mir den Rest gegeben. Wirklich widerlich. Jetzt kommen wir wieder zu diesem komischen Schatz, den ich nicht gefunden hatte. Haben wir noch Medizin? Nein. Kann ich herstellen? Ja. Eine. Ich grusel's immer noch. Ich habe immer noch den Brunnen in den Augen. Oder vor Augen. Ist jetzt hier noch irgendwas? Das kann hier nicht verwendet werden. Das irgendwie aufknacken, kann das sein? Hm. Naja, wird wohl ein Geheimnis sein. Ich werde das bestimmt irgendwann nochmal probieren. Also ich nehme mal an, vielleicht brauchen wir sowas wie Brecheisen. Muni. Nehme ich immer mit. Ja, hier waren wir vorher nicht. Rein in das Haus. Okay, ihr seid jetzt nicht gerade das Problem. Gut, dass wenigstens ein bisschen Zielhilfe da ist. Aber war hier vorher kein Haus? Bin echt gerade verwirrt. Also vermutlich nicht. Neue Schrotflinte. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Okay, war ich wahrscheinlich eher sowas wie eine Schnellfeuer-Schrotflinte, nehme ich mal an. Jemand da? Nein. Na gut, dafür hätte ich den Schrank jetzt aber auch nicht gebraucht. Wahrscheinlich hätten die alle gleichzeitig kommen sollen. Irgendwas? Na doch, sag ich doch. Sonne, Mond. Gut. Was ist hier noch?
Einfach nur einmal im Kreis laufen. Na gut. Dann würde ich sagen, verschwinden wir. Der nächste Jumpscare. Noch irgendwo einer? Nein. Schauen wir mal ganz kurz. Wir haben hier jetzt die eine weit streuende Vorderschaft Repetierflinte und hier haben wir einen unter ihr. Okay. Ob wir beide brauchen, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich wäre ich schon mal. Die Tür war wahrscheinlich auch geschlossen. Die neue Schrotflinte. Weil neu und so. Okay, hier schauen wir später rein. Erst gucken wir hier draußen kurz. Ein Kopf. Ich sehe echt, dass wir diesen Puppen hasse. Lo. So, wir können aber mal ganz kurz schauen. Wir haben doch hier kombinieren. Ja, eine Puppe. War das noch irgendwie? Nee. So, ein Häuschen hätten wir hier noch. Oh. Wahrscheinlich darf die Kugel hier nicht runterfallen. Nein! Ah, okay. War wesentlich leichter als das alte Spielchen, vor allen Dingen, weil man halt alles gesehen hat. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Und hier noch. Massivgeschoss. Schlüssel des Geigenbauers. Ah, da war ja was. Und speichern. Und weil wir speichern können. Okay, wir gucken jetzt noch hier noch mal ganz kurz rum. Oh. Mutter Miranda hat Donna adoptiert. Noch nie war ich so glücklich. Schon als Kind fürchtete meine Herrin die Begabung mit anderen. Wohl wegen der Narbe in ihrem Gesicht. Und nach dem Tod ihrer Eltern schloss sie sich ein und redete nur mit Angie, der Puppe, die ihr Vater für sie gefertigt hatte. Ich danke Mutter Miranda für ihre grenzenlose Güte. Es war die wahrscheinlich, was wir gerade getötet haben. Donna scheint glücklich. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ihre Puppe Angie wirkt viel lebhafter als zuvor. Heute kam sie zu mir in den Garten und benutzte Angie, um mit mir zu reden. Es war eine wirklich angenehme Unterhaltung. Sie redet davon, ein Geschenk der Macht von Mutter. Donna gab mir eine gelbe Blume mit der Bitte, sie im Garten einzubringen. Es mag an den Pollen gelegen haben, aber als ich sie vor Fräulein Claudias Grab in die Erde einbrachte, fühlte ich mich plötzlich benommen und meine tote Frau erschien mir wie im Traum. Als ich dies Donna gegenüber erwähnte, schien sie begeistert und lud mich in ihr Haus ein. Sie sagte, ich würde meine Familie wiedersehen. Ich weiß noch nicht, was sie genau damit meinte, aber es war doch ganz nett. Jemand gestorben? Okay, wir benutzen jetzt den Speicherpunkt hier und sagen, machen Folgenwechsel. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge.